Hier vorne liegt das ganze Gebrochene. Und hier läuft schon wieder ein Schwein. Achso, das bist du. Hast du wieder... Oh, bist du wieder zu faul gewesen, mit dem Ding da reinzurennen, ja? Mhm. Nein, die sind rausgerutscht. Hm. Du darfst wieder auf dem Feld rumrutschen. So sind die rausgerutscht. Ja, ich rutsch dir auch gleich was raus, du. Mir rutscht auch gleich was raus. Aus der Hose. Kannst ja noch ein paar mitbringen. Was, sind da noch mehr draußen? Guck mal, die liegen doch hier und schlafen. Ja, du hast die Tür aufgelassen. Nein, ja, die eine hat das blockiert, die Tür, wo ich, und er hat die Tür nicht zu, und dann sind die auch nacheinander rausgerutscht. Geh doch mit dem Korb da drin, Mensch. Statt das Vieh immer rauszuholen. Hab ich doch nicht. Ich musste irgendwo rein, dass die Tür auf, musste doch durch die Tür reingehen. Ja, du hast jetzt geschossen, die haben doch alle schon gelegen. Ja, die sind raus, na, die sind rutscht. Die sind ja durch die Walachei gerutscht. Hier, guck mal, der kommt schon wieder. Komm ab, ja, hier. Dann geht doch hier, guck mal, hier hinten ist noch eine Tür. Geht doch hier hinten durch die Tür. Wo ist Dule? Dule, da hinten läuft noch ein Schwein. Oh, die stehen hier alle vor der Tür. Machen deine Body. Ja, die stehen vor allen Türen. Jetzt komm, jetzt ist frei. Also das haben die räudig gemacht. Das finde ich scheiße, dass die immer gleich rausgelaufen kommen, wenn du eine Tür aufmachst. Wollten wir nicht schlafen gehen? Aha. Man sieht immer so schön in den Aufnahmen, wenn das dunkel ist. Doch schon hin. So, ins Bett, jetzt, sofort, nicht erst das Fleisch einsammeln. Was können wir machen, wenn es wieder hell ist? ZZ? Dule, hör auf zu pfeifen, sonst gibt man auch Maul. Du machst Buddy wach hier. Ja, ich helfe dir gleich. Du sollst dich hinlegen, habe ich gesagt, und nicht auf mich schießen. Der Arsch. Ach so, du warst das, Dule. Warum legst du mir da ein Brett hin? Ja, du willst ein Brett haben. Ich wollte kein Brett haben. Du willst ein Brett haben vor dem Kopf. Dann nimm den Scheiß wieder mit, Mann. Wartet. So, jetzt reicht hier mit dem Geschieße hier, Mensch. Munition ist teuer. Ey, der hat noch geschissen beim Schießen. Wer hat geschissen beim Schießen? Der Schweinchen hat noch ihn rausgedrückt. Er hat noch gefurzt. Hat er hat noch einen Kacki hier hingelegt. Ach so. Na du, da haben wir Langeweile. Hm.
Wolltest du damit auch springen, Dule? Ja, ist wieder viel zu viel Fleisch jetzt hier gemacht, ne? Hm. Wir müssen auch die Leute im Dorf versorgen. Weißt du, hier das Fleisch so schön auf dem Boden. Dule, wenn du möchtest, kannst du mal gucken, ob die Kühe da Milch unten drin haben. Kannst du ein bisschen mit den Zitzen rumspielen. Was hier eh. Tule hat dir schon mal ein Stück Fleisch ins Gesicht gekloppt, damit du das Gefeige sein lässt. Alte Pfeife. Pfeife im Kopf.
Ins Haus. Lass doch mal Blauschimmel kochen. Stellst den Topf daneben, Dule. Dann machst du erst die Milch rein, dann machst du Blau oder das andere Schimmel da rein. Und dann stellst du den Herd auf den Topf. Stellst du den Topf auf den Herd. Und dann den Herd auf 2 stellen. Und ansonsten haust du ohne Panik Gursch. Dann geht das auch. Dann kocht das auch von alleine. So, 6 Stück noch. Ne, ins Haus können wir auch noch wegbringen. Ja, wir können ja gleich die ersten wieder, die ersten sind schon bei 100%, die kannst du schon wieder einlagern. Nein! Ach, Kacke. Ich habe wieder zu früh den Topf weggenommen. Ist wieder alles verschenkt? Mhm. Mit dem blauen? Ja, blau oder ja, nein, ist ja völlig egal welchen. Blauschimmel, Weißschimmel, Grünschimmel. Hauptsache der Käse schimmelt. Mach gleich weiter oben. Moment. Nimmt er mir schon wieder den Job weg, der Typ. Alle? Alle? Ja, kannst du gleich hier vorne stellen. Oh, mir ist warm. Du musst dich ausziehen. Ja, das müsste ja bloß, ich weiß. Ja, ich glaube, ich stelle meinen Ventilator mal wieder an hier. Oder mach meine Heizung aus. Hast du eine Heizung an, ja? Na, ich will meine die Feuchtigkeit langsam rausheizen hier. Hier liegt Kacke bei den Hühnchen. Also die Sommerfeuchtigkeit aus der Wohnung heizen. Warum stellst du denn die Hühner alle auf dem Dach, Dule? Kann man 10 oder 5 Minuten auseinander lassen, machst nur Dummheiten.
Der Schimmel schon fertig, Dulle. Jo, Chef. Nenn mich nicht mehr Chef. Das reicht mir nicht, Boss. Reicht mir nicht, Boss. Hast du noch hin zum Lagern, dass er trocknen kann? Dulle, wenn du möchtest. Dann ruft bei Schweine nach Scheiße. Oder Dulle, was du machen kannst, du kannst ja mal zum Pferd gehen und kannst mit dem ein bisschen reiten. Dass man da mal ordentlich. Damit auch mal ein bisschen trainiert wird, das Vieh. Also im Kreis dann immer rüberhüppen da. Dauert länger. Du kannst bei der Wurst auch ins Haus rennen. Ja, das ist ja weiter Weg. Wir haben doch Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben noch Kies und Kies. Ich warte, ja jetzt. Ich hab schon die ganze Zeit drauf gewartet. Wann kippt der Haufen hoch? Na, da fällt bestimmt bei der zweite Turm. Na, schauen wir mal. Na, Dulle, was sagt das Pferd? Ist es verkaufsbereit? Ist es ein Champignon? Hat noch nicht. Ich glaube, eine Wurst passt noch und dann fällt er um. Das schiefe Witz. Der schiefe Wurstturm. Jetzt bestimmt noch ein dritter Turm.
So viel Schwein, wie du hier getötet hast. Da waren vier. Aber hast du nicht gesagt, die ersten kann man schon wieder rausnehmen, wenn ich hier noch nicht mal fertig bin? Ja, ja. Na, haben wir doch. Wo denn? Na, haben wir schon mit dir reingelegt. Warte mal. Sieben Ortlöcher, hier sind ja schon bei 97%.